Salvete, Latin Lovers. Willkommen zurück zu Latinum to go. Es geht heute in diesem Video um konsonantische Deklination. Ein Schüler hat mich gebeten, dieses Video für ihn anzufertigen. Und deswegen beschäftigen wir uns in diesem Video tatsächlich mit der konsonantischen Deklination. Beginnen wir mit den Basics. Was ist das überhaupt? Was ist eine konsonantische Deklination? Als nächstes werden wir dann uns die Frage stellen, wie erkennen wir die Wörter in einem Originaltext, die zu der konsonantischen Deklination gehören? Und wie übersetzen wir sie? Okay. Was heißt überhaupt konsonantische Deklination oder woher kommt dieser Name in der Grammatik, konsonantische Deklination? Nun, es gibt in der Sprache oder im Alphabet zwei Arten von Buchstaben. Dazu gehören zum Beispiel Vokale. Und die kannst du auch aufzählen, das ist ziemlich simpel. A, E, I, O und U. Und alles andere sind Konsonanten. Ja, die brauche ich hier nicht aufzählen. Denn der Rest des Alphabets macht so gesehen dann die Konsonanten aus. Ja, vielleicht noch im Deutschen dann. Im Lateinischen findet sich auch Y. Aber das ist eher eine Ausnahme, okay? Gut, der Buchstabe I wird vor den Vokalen wie J ausgesprochen, ja? Zum Beispiel bei dem Wort Yam, ja? Das heißt, dieser Vokal I vor einem anderen Vokal wird wie J ausgesprochen. Also nicht I-am, sondern Yam, ja? Gut. Aber wir sind bei der konsonantischen Deklination. Was ist das Auffällige bei der konsonantischen Deklination? Der Stamm dieser Deklination lautet immer auf einen Konsonanten aus. Ja? Wir nehmen zum Beispiel ein Originalzitat. Mens sana in corpore sano. Okay? Gut, jetzt kann man sich natürlich fragen, wo ist in diesem kleinen Satz ein Wort der konsonantischen Deklination? Beginnen wir vielleicht damit, dass wir die Übersetzung angeben. Also ein gesunder Geist in corpore sano, in einem gesunden Körper. Ich habe die Übersetzung angegeben, weil wir so gesehen uns primär auf das Erkennen der konsonantischen Deklination in diesem Video konzentrieren. Und zwar haben wir das erste Wort, mens, das findest du auch im Wörterbuch. Mens, mentis, femininum. Das ist der Verstand oder Geist. Ich habe es mal mit Geist übersetzt. Dann sana kommt von sanus, ist ein Adjektiv der A- und O-Deklination. Das findest du auch so im Wörterbuch. Ja? Die Wörter, die Adjektive, die zu A- und O-Deklination gehören, sind stets mit der Endung Os zu finden, ja, das ist die Nominativ-Singular-Endung der O-Deklination. Und mit dieser Endung findest du auch sie im Wörterbuch, mit der Os-Endung. Ja. Gut, dann geht es weiter. Sanus, ja, also gesund. In ist klar, ist eine Präposition. Das heißt dann in. Und hier taucht unsere erste Frage auf. Wo schlagen wir das Wort
corpore nach. Ja, du kannst natürlich, wie das üblicherweise die Schüler machen, einfach das Wort unter C nachschlagen. Und dann suchen sie und finden es nicht, weil sie vielleicht eine bestimmte Regel nicht kennen. Und zwar ist es oft im Lateinischen so, dass es zu einem Wechsel von Konsonanten kommen kann. Und zwar hier an der Endung -e erkennen wir, dass es sich um Ablativ Singular handelt. Ja? Und hier steht so gesehen ein R zwischen zwei Konsonanten. Okay, für gewöhnlich kennst du es wahrscheinlich bereits aus der A- und O-Deklination, dass wenn wir quasi dann die Endung des Ablativ Singular uns wegdenken, dann haben wir so gesehen den Stamm. Der ist in diesem Fall corpor. Gut, aber das Problem ist, dass dieser Konsonant R im Nominativ Singular so aussieht. Corpus. Und jetzt fragst du dich natürlich, wie kam es tatsächlich zum Wandel von S zu R? Ja, das kann man sich leicht erklären. Denn es gibt die sogenannte Regel, die nennt sich, oder das Gesetz, Rotazismusgesetz. Rotazismusgesetz oder Rotazismusregel. Und diese besagt, wenn der Konsonant S zwischen zwei Vokale tritt, dann verändert er sich zu R. Ja? Und deswegen entsteht dann in allen anderen Kasus außer dem Akkusativ Singular, weil das Wort neutral ist, die Veränderung von S zu R. Ja? Das heißt, der Genitiv Singular heißt dann corporis, Neutrum der Körper. Und das muss man sich entsprechend merken. Sonst sucht man vergeblich im Wörterbuch nach corpore. Aber das eigentliche Wort, was wir im Wörterbuch suchen, Nominativ Singular, ist Corpus. Ja? Natürlich kann man hier die Frage stellen, wie kam es zu der Veränderung von O und U? Nun, wenn wir die Vokale aussprechen, dann werden sie im Prinzip auf die gleiche Weise im Munde gebildet. Und deswegen variiert oft die Schreibweise der Vokale von O und U und von E und I, ja. Und in diesem Fall haben wir tatsächlich einen Wandel von U zu O. Cor puris, corporis, ja. Gut. Also du siehst, wie kann man nun die konsonantische Deklination in den Texten entdecken? Wie habe ich sie entdeckt? Erstmal an der Endung. Und du kannst im Prinzip davon ausgehen, dass im Lateinischen du in der Regel an der Endung alles erkennen kannst. Ja? Wenn man die konsonantische Deklination gelernt hat, dann wird man anhand der Endungen in einem Originalsatz die konsonantische Deklination, also die Substantive der konsonantischen Deklination, bestimmen. Und deswegen schlage ich an dieser Stelle vor, wir lernen jetzt ein Substantiv, in diesem Fall Corpus, zu deklinieren. Zu deklinieren heißt dann in alle Kasus und Numerus das Wort einsetzen und eine entsprechende Übersetzung dafür im Deutschen anfertigen. Beginnen wir also mit dem Nominativ Singular. Corpus. Das ist im Deutschen der Körper. Achte darauf. Das Geschlecht ist im Lateinischen Neutrum, im Deutschen aber muss es nicht entsprechen.
Ja? Das heißt nicht dann das Körper, sondern der Körper. Genitiv Singular. Corporis. Des Körpers. Wir können ja mal zur Übung die Formen für dich aufschreiben. Und du schreibst dann die deutsche Übersetzung dazu. Akkusativ Singular Corpus. Achte darauf, die Wörter, die neutral sind, die sind in allen Deklinationsklassen, ja, beim Nominativ Singular und Akkusativ Singular Form identisch. Und das Gleiche sehen wir auch gleich im Plural, ja. Nominativ Plural und Akkusativ Plural werden sich in der Form entsprechen. Gut, die Übersetzung kannst du dann selbst gleich aufschreiben, indem du das Video anhältst. Corpore haben wir gerade kennengelernt, ja, war der Ablativ. Dann machen wir Nominativ Plural. Das wäre dann corpora. Genitiv Plural corpora. Rum. Dativ Plural corpore rebus. Und Nominativ Plural entspricht, weil das Wort sächlich ist, also neutrum, immer dem Akkusativ. Ja? Akkusativ. Und Nominativ Plural sind formidentisch, genauso wie Nominativ Singular und Akkusativ Singular. Gut, und Dativ hast du ja bereits kennengelernt, entspricht in allen Deklinationsklassen immer dem Ablativ. Gut, das kann man sich auch noch dazu schreiben. Gut, jetzt kannst du auf Pause drücken und das Wort der Körper im Deutschen durchdeklinieren. Ja, also wie ich das hier angefangen habe. Der Körper. Des Körpers. Und wenn du fertig bist, dann kannst du wieder auf Play drücken und entsprechend die Lösungen sehen. Also, Dativ Singular corpore dem Körper. Akkusativ wen oder was den Körper. Ablativ nehmen wir mal Instrumentalis. Durch den Körper und im Plural, was die Körper, Plural, Genitiv Plural, wessen der Körper, Corporibus, wem, den Körpern. Akkusativ was, die Körper und Ablativ Plural, wodurch, durch die Körper. Ja, so, das war's. Ja, das heißt, die Endungen muss man sich entsprechend merken, denn so und nur so kann man dann die Formen, ja, im Text, im Fließtext, in einem original lateinischen Satz erkennen, der konsonantischen Deklination zuordnen und entsprechend dann auf den Nominativ Singular kommen. Okay? Gut, und heute hast du noch eine spezielle Form kennengelernt. Das ist das Rotationsgesetz oder die Rotationsregel. Nach dieser haben wir die Eigenschaft, dass das S, wenn es zwischen zwei Vokale tritt, ja, in diesem Fall O und dann I, dann verwandelt es sich in ein R. Ja, das ist einfach, das muss man sich einmerken, das muss man sich merken, das ist ein Gesetz.
Gut, und deswegen verändert sich auch der Stamm, wenn er im Genitiv steht, im Dativ, dann im Ablativ weiter und hier entsprechend corpora, corporum, corporibus, corpora, corpora und corporibus. Ja? Gut, das ist die ganze Kunst. Du kannst ein Wort, das wird meistens von allen Lehrern empfohlen, in dir als Muster irgendwie auf eine Karteikarte aufschreiben und immer vor dem Schlafen wiederholen und so die Formen dir einprägen. Also bist du sicher, dann vorbereitet für die nächste Arbeit bzw. Klausur. Gut, fassen wir also zusammen. Wie erkennen wir die konsonantische Deklination? An den Endungen. Ja, is, i, dann, also im nächsten Video werden wir dann auf jeden Fall noch die maskuline und feminine Formen der konsonantischen Deklination durchsprechen. Das ist das erste Video. Hier haben wir die Eigenschaft, dass wir das erste Wort corpus, corporis genommen haben. Das ist sächlich neutral und da ist immer der Nominativ und Ablativ identisch. Ja? Genau, die Endungen muss man sich einprägen. Is, i, in diesem Fall Ablativ e, a, bei neutralen Wörtern ist immer im Nominativ und Akkusativ Plural eine A-Endung im Auslaut. Das muss man sich natürlich auch einprägen. Dann weiter die typische Endung des Genitiv Plural bei der konsonantischen Deklination und generell bei der dritten Deklination haben wir entweder ium oder um. Ja, das kann man sich noch dazu schreiben. Entsprechend auch ibus, a und ibus. Gut, so erkennst du auf jeden Fall die Zugehörigkeit des Wortes zu der konsonantischen Deklination. Und warum heißt sie die konsonantische Deklination? Na, wegen der konsonantischen Auslaut des Stammes. Ja, das heißt, der Stamm, hier siehst du, ein R. Ja, und ein R ist keiner von diesen Vokalen, deswegen ist es ein Konsonant. Deswegen heißt es auch die konsonantische Deklination. Ja. Gut, das war's zu der konsonantischen Deklination. Einführung, erstes Video. Wenn dir das Video gefallen hat, bitte drücke den Like-Button, abonniere meinen Kanal. Drücke auf jeden Fall auf die Benachrichtigungstaste, dann wirst du das Video, das neue Video von mir, also kein neues Video von mir verpassen. Und empfehle mich weiter, damit mein Kanal wächst. Und bis auf Weiteres wünsche ich dir viel Spaß weiterhin mit Latein. Ciao.